Die Hoffnung nicht aufgeben, dass die allermeisten Menschen, auch unter denjenigen, die sich zurzeit noch erfolgreich von ihrem Fernseher und vom Gruppenzwang manipulieren, zu unüberlegter Spaltung und Hass hinreißen lassen, dass sie immer noch wissen, dass sich die Welt nicht einfach so in Gut und Böse aufteilen lässt, besonders wenn es um Krieg geht, der immer auf beiden Seiten manche Menschen zu Monstern und fast alle zu Opfern macht. So zu denken, wird heute übrigens ganz offiziell als Schwurbelei, Querdenken, gar rechtsextrem verschrieben. Ich frage mich und andere in letzter Zeit andauernd, seit wann ist denn Pazifismus rechts? Wohl seitdem es als gemäßigt und gut bürgerlich und fortschrittlich gilt, dass deutsche Panzer jetzt in Richtung Moskau rollen und Kampfflugzeuge sind jetzt das nächste. Darum möchte ich an alle von uns appellieren, lassen wir uns bitte niemals von diesem kruden, stumpfen, absurden Framing beeindrucken oder einschüchtern. Wir bleiben uns selbst und unseren Werten treu. Lasst uns bitte nie unterschätzen, was wir alle mit unserem Protest bewirken können. Es lohnt sich allemal bei dieser Friedensbewegung mitzumachen. Danke euch dafür. Und doch, der Krieg in Europa ist zurück, als Abnutzungskrieg, wie damals in Verdun. Menschen sterben in Schützengräben, Menschen sterben außerhalb der Schützengräben. Sie sterben in Uniform und zivil. Es sterben Männer, Frauen, Kinder, alt und jung. Alle, die nicht rechtzeitig geflüchtet sind, sich absetzen konnten. Ganze Städte werden zu Ruinen ausradiert, ein Land zerstört. Wer Geld hatte, hatte die besten Chancen zu entkommen. Die anderen hatten keine Wahl. Auch die Kriegsrhetorik ist zurück. Politiker und Medien reden über Ostfront und Kriegswirtschaft. Die Kriegsmüdigkeit wird beklagt. Wer zufrieden ist, wird diffamiert. Lumpenpazifisten, Kriegsschwurbler, Friedensmeute, Putin-Trolle, Rechtsextreme und so weiter. Jeder Krieg ist schrecklich und muss schnellstmöglich beendet werden. Das gilt auch hier. Und es muss erlaubt sein, diese Aussage zu machen. Sie ist alternativlos. Wenn die Eskalationsspirale sich weiterdreht, wenn wir nicht schnellstmöglich zu einem Friedensweg zurückfinden, droht noch ungleich größeres Grauen, die nukleare Eskalation. Die Lebenden beneideten die Toten, so hieß es nach Hiroshima. Und nein, es gibt keinen beherrschbaren, begrenzten nuklearen Krieg. Wer nicht an den direkten Folgen des nuklearen Feuersturms stirbt oder bald darauf an den Strahlenschäden, auf den wartet mit hoher Wahrscheinlichkeit der Hungertod. Denn es wird eine so große Menge Rufs in die obere Atmosphäre geschleudert, dass die Sonne verdunkelt wird. Die Erde kühlt sich ab, ein nuklearer Winter tritt ein, die Ernte fällt aus. Laut einer aktuellen Studie der Klimaforscher der amerikanischen Rutgers Universität würden bei einem Atomkrieg zwischen USA und Russland 5 Milliarden Menschen innerhalb von 2 Jahren sterben. Und darauf steuern wir zu. Viele, viele Experten, auch und gerade aus den Kreisen des Militärs, warnen. Wir stehen näher am nuklearen Inferno als je zu Zeiten des Kalten Krieges. Und damals standen wir bereits sehr, sehr nah davor. Mehr darf nicht riskiert werden. Liebe Friedensfreunde, wir brauchen dringend wieder eine Deeskalationsspirale von Abrüstung statt Aufrüstung. Die Zivilgesellschaft kreiert eine neue Friedensbewegung, die die Politiker zum Umdenken bewegt. Dazu meine Meinung, und ich denke auch, die teilen wir, wie ich von dem Applaus entnehmen kann. Die beiden ersten Szenarien sind äußerst beunruhigend. Ich will mir nicht vorstellen, was eine Implosion der Ukraine für die Menschen dort bedeuten würde. Und zudem die dortigen Atomkraftwerke, die adäquat betrieben werden müssen. Das betrifft uns dann direkt, wenn es schief geht.
Ein militärischer Konflikt zwischen USA und China wird in der Tat gerade wahrscheinlicher. Das bringt uns aber dann nicht mehr, sondern weniger Frieden und noch viel mehr Leiden. Da nähern wir uns dem Dritten Weltkrieg nur noch schneller. An die dritte Lösungsoption, das Aufstehen der Zivilgesellschaft für den Frieden, daran möchte ich glauben. Und darum bin ich hier. Es wird nicht reichen, wenn das nur in Europa stattfindet, aber es ist eine notwendige Voraussetzung. Und darum sind wir alle heute hier, denke ich. Letztlich brauchen wir eine globale Friedensbewegung. Auch in den USA tut sich gerade viel. Und andere Länder erheben auch ihre Stimmen. Brasiliens Präsident Lula hat sich als Vermittler angeboten. Er ist dann nicht der Einzige. Chinas höchstrangiger Außenminister Wang Yi hat Mitte Februar einen chinesischen Friedensplan für die Ukraine in Aussicht gestellt. In München, hier auf der Sicherheitskonferenz. Solche Bestrebungen müssen unterstützt und nicht seitens des Westens blockiert werden, wie im letzten Jahr im März. Kolumbiens Vizepräsidentin wies auf der Sicherheitskonferenz darauf hin, dass in ihrem Land ein 50-jähriger Bürgerkrieg durch Gespräche beendet wird. Sie sieht darin ein Vorbild für die gegenwärtige Lage. Sicherheit lässt sich nicht mit Waffen lösen, sagt sie. Ein Waffenstillstand ist immer der erste Schritt. Lasst uns dafür unsere Stimme erheben. Liebe Friedensfreunde, wir heute hier in Olching sind Teil einer neuen Friedensbewegung, die bundesweit und global an Kraft gewinnt. Lasst uns nicht müde werden, dazu immer wieder auf die Straße zu gehen, unsere Familie, unsere Freunde und Bekannte mitzubringen. Bald jetzt kommt auch die Zeit der Ostermärsche. In München am Ostersamstag jeweils ab 11 und ab 14 Uhr oder auch hier ganz in der Nähe der Ostermarsch draußen in Fürstenfeldbruck am Ostermontag. Lasst uns doch alle auch dort wieder dabei sein und unserer Forderung an die Politik Nachdruck verleihen. Sorgt dafür, dass die Waffen schweigen. Verhandelt, macht Frieden, dringend. Danke.